wir unterbrechen an dieser Stelle einmal das aktuelle Live-Programm, denn die Nachfrage nach unseren Kühlgeräten, die ist extrem groß. Ja? Und ja, Sie werden wahrscheinlich jetzt sagen, Kühlgeräte, warum denn das? Ja, wir haben die jetzt einige Male hier gezeigt und da ist wirklich an den Leitungen alles explodiert. Das ist aber auch gut so, denn Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, die Experten sagen einen unglaublichen Hitzerekordsommer voraus. Die Temperaturen sollen wahnsinnig nach oben gehen diesen Sommer. Es soll so einen richtigen Horrorsommer geben, weil natürlich auch der Winter, ja, der war so mild, deshalb soll es wirklich Horrortemperaturen geben hier. Mega-Hitze, Rekordsommer mit Mega-Hitze. Wir sollen wirklich wieder diese Rekordtemperaturen bekommen. Kaum Abkühlung, ne? Also alles mit neuen Rekordtemperaturen und keine Entwarnung, nur schlechte Nachrichten dann wieder. Deshalb, es wird Zeit, dass man sich genau jetzt einen Luftkühler holt, weil genau jetzt hier bei uns vor allem, jetzt sind sie lieferbar. Wir haben jetzt diese Modelle. Ja, und vor allem, wir wissen, weltweit sind die Lieferketten jetzt unterbrochen auf nicht absehbare Zeit. Das heißt, wenn die jetzt ausverkauft sind, dann ist es zu spät, dann kommt auch nichts nach. Dann muss man eben den Sommer so verbringen. Und das sollten sie nicht. Und es ist auch logisch, diese Temperaturen, die du gerade angekündigt hast, schauen Sie mal im Januar an dieses Jahr, Rekordtemperaturen seit Wetteraufzeichnung, Februar genauso. März wird jetzt auch der höchste sein. Und so wird es auch im Sommer sein. Und dann kommt so ein Gerät genau richtig. Es ist die clevere Alternative zu jeder Klimaanlage. Die Vorteile im Vergleich zur Klimaanlage werde ich Ihnen nachher noch erläutern. Aber es ist so schön flexibel einsetzbar. Der steht auf Rollen, der Luftkühler. Ich kann ihn überall einsetzen. Ich stelle ihn einfach dorthin, wo ich mich befinde, schalte ihn ein, entweder mit der Fernbedienung oder am Gerät und habe schon durch die Ventilation, die hier in 3 Stufen zuschaltbar ist, schon mal die merkliche Erfrischung. Aber das ist eben das Phänomenale. Ich kann hier auch noch für Kühlung sorgen, also nicht nur für fühlbar, sondern auch messbare Kühlung, und zwar durch das Verdunstungsprinzip. Verdunstungsluftkühlung ist ein physikalisches Prinzip, und zwar beim Verdunsten von Wasser wird Wärme entzogen, also im Umkehrschluss Kälte erzeugt, und diese kältere Luft, die wird eben dann in den Raum, beziehungsweise, wenn Sie möchten, auch direkt auf Sie hier gepustet, und das ist dann wie eine frische Meeresbrise. Ja, da hätten wir uns eigentlich alle auf unseren Urlaub gefreut dieses Jahr am Meer, wenn man da entlang läuft bei 35 Grad und die frische Meeresbrise von der Meerseite her kühlt uns ab. Urlaub ist, denke ich mal, passé für dieses Jahr, aber die Hitze, die kommt auch zu uns nach Hause, und ganz egal, wo Sie in Deutschland wohnen, es wird heiß. Ja, und dann ist das hier natürlich richtig. Hier haben wir auch noch ein Multifunktionsgerät, weil es hat noch schöne, das haben übrigens all unsere Geräte, schöne Nebeneffekte, zum Beispiel ein Luftreiniger, ein Ionisator, der jetzt auch hier Schadstoffe aus der Luft entfernt, auch für Allergiker sehr, sehr gut geeignet. Und vor allem auch jetzt in der heutigen Zeit, dass wir eine saubere Luft zumindest bei uns zu Hause haben, wo wir in absehbarer Zeit die meiste unserer Freizeit verbringen werden. Und jetzt reden wir mal vom Sommer. Letztes Jahr hat der Sommer eigentlich schon, ich glaube, Ende April angefangen. Da hatten wir schon die ersten Rekordtemperaturen, die ersten Sommertage. Ja. Hat sich dann über Mai, Juni, Juli weitergezogen. Und da haben, glaube ich, einige geschwitzt. Und wenn Sie jetzt sagen, ich warte auf die heißen Tage und bestellen mir dann was zum Kühlen, dann werden Sie dieses Jahr zu 100% leer ausgehen, weil die Lieferketten weltweit unterbrochen sind. Sie haben es mitgekriegt in den Nachrichten, mittlerweile sind alle, ich glaube, alle mir bekannten Grenzen in Europa sind geschlossen. Das heißt, da kommt nichts mehr rüber, nur noch Lebensmittel und lebenswichtige Güter dürfen da transportiert werden. Aber all unsere Verdunstungsluftkühler, die wir Ihnen jetzt zeigen, sind unabhängig von der Lieferkette sofort lieferbar, die sind bei uns auf Lager, aber natürlich auch nur in begrenzter Stückzahl. Und wenn Ihnen jetzt ein Verdunstungsluftkühler gefällt und Sie sagen, das ist genau das, was ich mir zu Hause vorstellen kann, dann bitte gleich ans Telefon und bestellen, bevor, ich sage es jetzt mal sinnbildlich, bevor dieser Zug abgefahren ist. Ja, bevor wieder die Hitze da ist, letztes Jahr war das auch im Mai schon, da waren die ersten Modelle komplett ausverkauft. Ne? Richtig. Deshalb bitte, nutzen Sie jetzt Ihre Chance, bestellen Sie jetzt Ihr Kühlmodell hier bei uns, ja, hier dieses erste Modell mit der Bestellnummer NX 75 75 569.
zum TV-Sonderpreis für 82,60 Euro. Das ist jetzt für Sie verfügbar. Wir haben die Modelle jetzt im Lager. Die kommen direkt zu Ihnen nach Hause, sind innerhalb von 2 bis 3 Tagen dann bei Ihnen. Bitte sofort bestellen, bevor es dann wirklich so heiß wird und alles dann weg ist. Und Sie haben es von Ralf gehört. Ja, momentan natürlich die Situation, die wir in Europa haben, weltweit haben, müssen wir ja schon sagen. Das ist einfach so, dass man da an nichts mehr rankommt. Ja? Und das, was wir Ihnen jetzt zeigen, ist aber das, was wirklich direkt für Sie verfügbar ist. Sie können direkt bestellen und Sie sind dann richtig clever, weil Sie haben sich darauf vorbereitet. Und wenn es dann jetzt im April, im Mai schon so richtig heiß wird und wenn man dann in seiner Wohnung, man darf dann die Wohnung nicht mehr verlassen, richtig, und man sitzt dann in einer Wohnung mit über 40 Grad, 50 Grad vielleicht, eine Dachgeschosswohnung, ne? Wir wollen Ihnen ja keine Angst machen, aber das wird richtig heiß werden. Die haben Rekordtemperaturen, Schockprognosen gab es, ja? Das soll noch mal 3-4 Grad wärmer als letztes Jahr, und letztes Jahr hatten wir ja schon diese Rekordtemperaturen. 42 Grad Rekord. Und dann noch mal 3-4 Grad wärmer. Überleg dir das mal. Und dann hast du eine Dachgeschosswohnung. Sie haben vielleicht eine Dachgeschosswohnung. Sie haben vielleicht große Fensterflächen. Oh mein Gott, um Himmels Willen. Und dann sind Sie vielleicht krank und haben Fieber und müssen unter der Bettdecke liegen. Um Gottes Willen. Ja, Sie brauchen doch auf jeden Fall einen Luftkühler. Hier unsere Klimageräte, unsere tollen Luftkühler. Jetzt für Sie, bitte. Greifen Sie da jetzt zu, solange die verfügbar sind. Ja, also hier dieses Modell sofort lieferbar. Bestellen Sie das einfach mit der Bestellnummer NX7575 und der 569. Unser TV-Sonderpreis exklusiv für Sie. 82,60 Euro. Jetzt haben wir aber den nächsten. Das ist auch einer unserer Bestseller aus den letzten Jahren, weil es ein Design-Highlight ist. Sie sehen, der ist optisch unglaublich schön, hat eine sehr große Ventilationsfläche. Das ist auch wichtig, also schon mal zuschaltbar, die Ventilation in 3 Stufen. Natürlich bei beiden Geräten die Swing-Funktion. Jetzt sprechen wir nochmal, oh, das ist auch ganz wichtig, schlafen. Wenn es mal über 20 Grad hat, wenn tropische Nächte reinkommen, fällt mir das am schwersten. Also auch gerne ins Schlafzimmer stellen, einschalten und sich abkühlen lassen. Da kommt natürlich bei unseren Modellen auch die Timer-Funktion wirklich zum Vorteil, weil du das brauchst ja nicht die ganze Nacht laufen lassen, sondern 2-3 Stunden, bis du schläfst, und dann kann auch das Gerät in den Schlaf gehen, also sprich in den Standby-Modus. Sprechen wir über die Verdunstungsluftkühlung. Da sehen wir das. Eine Wabenstruktur wird hier benetzt mit Wasser und so dünn benetzt, dass das Wasser verdunstet. Und beim Verdunsten wird Wärme entzogen, durch den Ventilator die kältere erzeugte Luft im Raum verteilt. Und dieses Prinzip basiert auf ein physikalisches Grundgesetz, nämlich dass beim Verdunsten von Wasser Wärme entzogen wird. Und wir alle haben das schon mal am eigenen Leib gespürt, nämlich wenn wir letztes Jahr baden waren und waren bei 30, 35 Grad im Schwimmbad. Wir kamen aus dem Wasser noch nass und plötzlich hat man Gänsehaut auf der Haut. Warum? Ganz einfach, weil das Wasser auf der Oberfläche verdunstet, Wärme entzogen wird und dann fangen wir an zu frieren. Kinder werden deshalb auch immer, auch im wärmsten Sommertag, sofort abgetrocknet, damit sie sich ja nicht erkälten. Aber dieses Prinzip ist hier eingebaut. Und jetzt sprechen wir über die Vorteile im Vergleich zu einer Klimaanlage. Erstens mal der Energiebedarf. Dieses Modell braucht gerade mal 65 Watt an Leistung und auch das erste Modell übrigens. Und das ist ein Bruchteil von dem, was eine handelsübliche Klimaanlage braucht. Die liegen so im Schnitt bei 2000 Watt. Also da sehen Sie, was das für ein Unterschied ist. Zweiter Vorteil, kein Verdunstungsluftkühler braucht einen Abluftschlauch. Das ist auch wichtig und so kann ich ihn mitten in Räume stellen oder sogar in fensterlose Räume. Und der dritte Vorteil, für mich der wichtigste, du wirst nicht krank, weil viele reagieren empfindlich auf die hohen Temperaturunterschiede bei Klimaanlagen. Und wenn man da in den kühlen Strom reinsteht, dann wird man eben, kriegt man ruckzuck eine Erkältung. Das ist bei einem Verdunstungsluftkühler auch auf keinen Fall der Fall. Und vor allem hier alles ohne Chemie, ne? Klimaanlagen, da ist man wirklich immer so ein bisschen. Aber hier alles ohne Chemie für Sie. Und jetzt verfügbar 113,95 € dieses Modell mit der NX1308 und der 569. Das tolle Designmodell hier für Sie. Richtig schick. Und auch jetzt verfügbar ab Lager. Ganz, ganz beliebt bei Ihnen. Und natürlich, Sie dürfen auch direkt, wenn Sie möchten, hier 2 Modelle bestellen von denen, die wir Ihnen hier
hier zeigen. Das ist natürlich auch überhaupt kein Problem, wenn Sie sagen, auch ein größeres Modell und ein kleineres Modell. Das machen übrigens viele, sich ein kleineres Modell zum Beispiel für Schlafzimmer bestellen und dann eins dieser größeren Modelle auch fürs Wohnzimmer. Ne? Richtig, also das ist jetzt für größere Räume bestens geeignet, hat auch hier wenig Strombedarf. Wir sprechen hier von gerade mal 120 Watt. Das ist also auch wieder verschwindend gering. Aber wir sehen schon durch die große Ventilationsfläche und ich schalte ihn jetzt auch mal ein, dann hören wir, glaube ich, auch sehr stark, was wir da schon allein am Gebläse für eine wunderbare Stärke haben. Ja? Und das ist eben das Phänomenale. Wasser, Leitungswasser ist das Einzige, was wir hier brauchen. Und hier hast du jetzt die Möglichkeit, natürlich auch eine Swing-Funktion reinzumachen. Wir haben ganz geringen im Vergleich zu Klimaanlagen Energiebedarf und das alles wieder auf dieselbe Technologie, diese Wabenstruktur. Und Sie sehen jetzt, wie das Wasser hier praktisch vernetzt wird, sobald ich das zuschalte und dann eben verdunstet und durch die Verdunstung Wärme entzogen wird. Hier wirklich für große Räume geeignet, auch mal fürs Wohnzimmer, um sich da abzukühlen. Wichtig hierbei ist ganz, ganz klar der Energiebedarf und ich kann das überall benutzen. Ja? Ganz einfach hinstellen, wo ich will, beziehungsweise hinrollen, weil ich brauche das nicht mal zu tragen. Ja. Ja, Wasser rein und loslegen. Entweder nur als Ventilator, wenn es noch nicht so heiß ist, aber dann, wenn es richtig heiß wird, und das wird es dieses Jahr werden, dann stelle ich den auf und schalte einfach die Verdunstungsluftkühlung mit dazu. Hier haben wir auch einen speziellen Windmodus, der ist hier nochmal gezeigt und du kannst auch so natürliche Winde nachempfinden. Entweder ein bisschen stärker, ein bisschen schwächer oder auch intervallmäßig, so wie es eigentlich draußen auch kleine ist. Kleine Böen. Ja, richtig, so kleine Böen dir schaffen und dann immer mit dieser Erfrischung, weil die Luft, die rauskommt, bis zu 5 Grad kühler ist als die Umgebungstemperatur und das ist eben das Herausragende. Verdunstungsluftkühler haben noch einen Vorteil. Ich kann den sogar mit raus auf die Terrasse nehmen. Ja? Das darf ich bei einer Klimaanlage nicht. Betrieb von Klimaanlagen im Freien ist in Deutschland verboten, aus gutem Grund, weil das wäre ein Energieloch. Ja? Da würde ja so viel Energie verbrauchen. Aber das hier kann ich hier jederzeit auch mal mit rausschieben. Sie sehen auch, wie flexibel ich hier bin. Mit rausschieben auf die Terrasse, mir einrichten, einsetzen oder einstellen und anmachen und dann auch bei den heißen Tagen draußen auf der Terrasse gehen. Genießen. Das sind Aufnahmen vom letzten Sommer. Ich glaube, diese Handbewegung kennt jeder. Es ist zu heiß, der Schweiß liegt auf der Stirn. Man braucht einfach Erfrischung. Und die können Sie, wenn Sie jetzt eben clever sind und jetzt schon bestellen, ganz, ganz sicher haben. Und zwar auf Knopfdruck mit diesem wirklich tollen Verdunstungsluftkühler. Da sehen wir, den brauchst du nicht tragen. Du ziehst ihn dorthin, wo du ihn brauchst. Der steht auf Rollen. Er ist sehr, sehr flexibel und unglaublich effektiv. Also da muss ich sagen, das ist wirklich so eine Erfindung, die hat mir von Anfang an gefallen, weil es, und das betone ich nochmal, die super clevere Alternative zur Klimaanlage ist. Ein Gerät, das normalerweise 280 Euro unverbindliche Preisempfehlung kostet, jetzt für Sie hier zum TV-Sonderpreis von 151,95 Euro. Das ist natürlich jetzt hier für Sie exklusiv der Preis, unser TV-Sonderpreis. Bitte da jetzt bestellen, bevor dieses Gerät weg ist. Gerade die großen Geräte, ne? Ralf, also die sind so beliebt. Ja. Die werden natürlich gern dann fürs Schlafzimmer, fürs Wohnzimmer bestellt, weil die Kühlleistung diese Effektivität hier fantastisch ist. Ne? Und letztes Jahr waren die Kühler sofort ausverkauft, als es ein bisschen wärmer geworden ist. Hier haben Sie jetzt bei uns in dieser Sendung die Chance, Ihr Kühlgerät zu bestellen. Das große mit der Bestellnummer NX9739 und die 569. Und wir haben auch die ganz neuen Geräte für Sie. Die zeigen wir Ihnen jetzt auch. Und auch die dürfen Sie jetzt sofort bestellen. Und bitte machen Sie das auch. Bestellen Sie jetzt sofort. Wir haben es eingangs erklärt. Momentan aufgrund dieser weltweiten Situation mit diesem Virus sind ja, Sie wissen es, die ganzen Transportwege unterbrochen. Die Grenzen sind geschlossen worden. Ja? Man kommt gar nicht mehr rein und raus. Auch die ganzen LKWs können nicht mehr fahren. Ja? Es dürfen ja nur noch Lebensmitteltransporte gemacht werden. Und deshalb hier, die haben wir im Lager. Die sind momentan für Sie verfügbar. Bestellen Sie jetzt. Wenn die weg sind, sind die weg. Und dann kommen auch keine mehr nach im April und im Mai. Deshalb, Sie müssen jetzt bestellen. Ja, und jetzt müssen wir natürlich über die neuen Modelle sprechen. Was ist da neu? Neueste Technologie.
Weil hier haben wir wieder die Verdunstungsluftkühlung, die wir sehen, die hier ganz effektiv arbeitet. Aber hier noch ein Zusatzelement, das nennt sich ein Peltier-Element. Und dieses Peltier-Element, welches hier eingebaut ist, kühlt das Wasser, was wir hier drin haben, auf 8 Grad herunter. Dieses Wasser wird dann vernetzt, ebenfalls wieder auf einer Wabenstruktur und wird sorgt jetzt für eine noch höhere Kühlleistung. Man spricht hier sogar bis zu 8 Grad, die wir heruntersenken können und das ist enorm. Ich werde Ihnen das auch gleich beweisen, wie effektiv dieses Peltier-Element in diesen neuen Verdunstungsluftkühlern arbeitet. Ja, und das ist wirklich herausragend. Ich habe hier natürlich die Bedienbarkeit ganz einfach oben über das Display. Das ist hier sehr sichtbar. Oder natürlich über die Fernbedienung. Und jetzt messen wir ganz einfach mal. Wir haben den kurz vor Sendungsbeginn angeschaltet und wir spüren schon deutlich, also Sie sehen das jetzt nicht, wir spüren es aber deutlich, wie kühl das ist. Ja. Jetzt gehen wir noch mit dem Speed ein bisschen hoch. Und jetzt zeige ich Ihnen mit aufgrund eines Laserthermometers mal den Temperaturunterschied. Wir messen jetzt mal bei uns ganz normal im Studio und haben hier jetzt eine Temperatur, das sehen wir jetzt auch gleich von, ich hoffe, Sie sehen es so, ja, 21,8 Grad war es. Ja. Und jetzt gehen wir hier mal in das Gerät hinein und messen jetzt mal direkt, was denn die Lufttemperatur ist. Und wenn Sie jetzt mal hier hinschauen, da gehen wir noch ein bisschen mehr, 17, 17,2, ja, und das können wir jetzt eben schauen, auch hier, gucken Sie mal, jetzt geht es langsam runter, 16,5, 16,3, sehen Sie das? Wie viel hatten wir? 16,1, 16, 16,0. 15, 15,9. Wie viel hatten wir gerade? 21,5. Das heißt, 15, wir haben hier 7, mehr als 15,6, 15,7. Ja. Du siehst, wir haben hier mehr als 15, 6 8. Grad jetzt schon auf Anhieb. 15,8 ja? Zeigt es jetzt, glaube ich, an. Richtig, 15,8, ja. 21,9 hatten wir, glaube ich. Also das sind 6 Grad Temperaturunterschied. Ja. Und nachweislich, das haben Sie jetzt live auch hier gesehen. Wir haben hier eine Außentemperatur und wir haben die Temperatur, die hier vorne rauskommt. Und das wird im Sommer wirklich wichtig sein. Das ist die Meeresbrise, auf die wir alle hoffen, aber wenn man halt nicht am Meer liegt, wird keine Meeresbrise kommen. Hier kommt sie auf Knopfdruck. Auch hier die Zuschaltbarkeit natürlich des Speedes, also der Ventilationsstärke in 3 Stufen zuschaltbar. Dann die normale Verdunstungsluftkühlung oder dann das Peltier-Element noch mit zuschalten. Und wir haben auch eine Nachtfunktion, eine Ausschalt-Timer-Funktion. Das ist eine absolute, nicht nur TV-Neuheit. Diese Technologie ist eine Weltneuheit. Das ist eine neue Liga, wenn es um Verdunstungsluftkühler geht. Weil, nochmal, das Wasser, die Grundlage des Verdunstungssystems, wird im Vorfeld auf 8 Grad heruntergekühlt. Und dadurch wird die Kühlleistung des Verdunstungsluftkühlers nochmal deutlich erhöht. Das ist die neueste Technologie. Auch hier ganz wenig Energiebedarf, 120 Watt. Wir vergleichen gerne noch mal mit einer Klimaanlage, so roundabout, eine normale Monoblock-Klimaanlage, 2000 Watt. Die großen Anlagen sogar noch viel, viel mehr. Die brauchen oftmals einen eigenen Stromkreislauf, aber sprechen wir von Mono-Klimaanlagen, 2000 Watt, 120 Watt. Es ist nicht schwer auszurechnen, dass wir hier gerade mal ein 1/15 knapp des Energiebedarfs haben. Bei Klimaanlagen muss man immer aufpassen, die fressen einem wirklich, gerade auch, weil der Strompreis jetzt auch steigt, die Haare vom Kopf. Das passiert bei einem Verdunstungsluftkühler nicht. Und hier bist du bestens aufgestellt. Durch diese Kühlleistung kann man hier wirklich sagen, das ist die perfekte Alternative zur Klimaanlage. Und vor allem so flexibel, kein Abluftschlauch. Ne? Du kannst es hin und her rollen, wo du möchtest. Es ist einfach zu bedienen. Also hier Premium-Qualität für Sie. Und das jetzt für 180,45 Euro. Das Gerät, ganz, ganz neu, ist für Sie verfügbar mit der Bestellnummer NX1539569. Das Gerät kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Versandkostenfrei. Ja, unsere TV-Neuheit. Da müssen Sie bitte auch schnell sein. Auch hier die Nachfrage extrem groß. Und hier und jetzt für Sie zum TV-Sonderpreis 180,45 Euro. Versandkostenfrei. Nur solange der Vorrat reicht. Auch hier, wir haben es gesagt, wirklich jetzt die Modelle verfügbar. Es wird heiß werden. Ja. Oh, wir hören gerade auch jetzt schon wieder viel los im Callcenter. Die Nachfrage bei unseren tollen Kühlgeräten extrem groß. Gerade auch das neue Modell extrem stark nachgefragt. Dann nenne ich Ihnen noch mal die Bestellnummer NX1539569. Sie bekommen es selbstverständlich versandkostenfrei nach Hause. Und auch eine Fernbedienung ist mit dabei, wenn Sie es vom Bett zum Beispiel oder vom Sofa aus steuern möchten. Sie haben da im Lieferumfang dann auch die Fernbedienung mit dabei. Also da ist wirklich an alle.
alles gedacht worden. 180,45 Euro der TV-Sonderpreis. Da können Sie jetzt noch anrufen. 0180 51 51 dreimal die 2. Und wir haben noch ein neues Modell hier in unserer Reihe mit dabei. Also bitte da sofort bestellen, weil wir haben es gesagt, wir können nicht garantieren, wie lange wir diese Modelle verfügbar haben. Und die ganzen Experten, die Meteorologen haben einen Wahnsinns, einen Horrorsommer vorhergesagt. Ja, deshalb bitte decken Sie sich jetzt ein. Jetzt sind die Modelle noch verfügbar. Jetzt haben wir die am Lager. Wenn die ausverkauft sind, können wir auch gar nichts mehr tun. Deshalb zeigen wir Ihnen die auch wirklich jetzt schon direkt. Jetzt lasse uns über den neuesten und stärksten, leistungsstärksten Luftkühler sprechen, den wir hier im Programm haben. Ebenfalls ein Verdunstungsluftkühler mit diesem Peltier-Element. Was wir schon auf den ersten Blick sehen, ist hier eine Temperaturanzeige. Wir haben es gerade gemessen, 21,5 Grad, da siehst du es nochmal, das ist unsere Raumtemperatur. Aber wenn da mal eine 3 vorne dran ist, ja, dann wird das unbedingt notwendig. Es ist für mich auch ein absolutes Design-Highlight. Ja. Wenn wir das jetzt mal in aller Größe zeigen, werden Sie gleich sehen, was ich meine. Es sieht so eigentlich aus wie ein unglaubliches Designprodukt, aber wenn ich es einschalte, wird deutlich, was es wirklich ist, was so eigentlich gar nicht erkennbar ist. Weil passen Sie auf, was passiert, was ich kann es direkt am Gerät machen, ich kann es aber auch per Fernbedienung, wenn ich es einschalte. Ja? Guck mal, du siehst, jetzt öffnen sich die Lamellen. Und das ist erstens mal aus Designsicht ein absolutes Highlight, aber zum anderen auch, dass du überhaupt keine Fremdkörper hast, weil normalerweise diese Lamellen, wenn das mal ein paar Stunden nicht läuft, ja, dann verstauben die und du bläst eigentlich nachher den Staub erstmal raus. Machst du hier nicht, weil eben kein Staub reinkommen kann. Das ist abgeriegelt. So, und jetzt gehen wir nochmal oben aufs Bedienfeld, weil jetzt wird es interessant. Wir haben hier auch 4 Speed, da fangen wir mal links an, 4 Geschwindigkeiten. Und ich schalte jetzt mal auf die höchste. Ja, und dann hörst du, guck mal, merkst du das? Und hier ist Super Speed. Hörst du das? Jetzt schalten wir auch den Verdunstungsluftkühler zu. Und jetzt passiert wieder Folgendes, dass das Wasser natürlich vernetzt wird und verdunstet wird, aber vorher auf 8 Grad heruntergekühlt wird. Wichtig ist hier auch noch auf der anderen Seite ein Ionisator. Da ist ebenfalls ein Luftreiniger, den ich jederzeit zuschalten kann. Ein Timer ist mit dabei und nochmal die aller neueste Technologie. Und jetzt sehen Sie sogar, schauen Sie, innerhalb von wenigen Sekunden ist hier sogar die messbare Raumtemperatur von 21 auf 19 Grad heruntergegangen. Und das ist jetzt nicht die Temperatur, die hier vorne im Luftstrahl gemessen wird, sondern die hier oben gemessen wird als Raumtemperatur. Und da siehst du mal, wie effektiv diese neueste Technologie der Verdunstungsluftkühler arbeitet. Und ich kann das jetzt nochmal erhöhen, weil im Lieferumfang enthalten, das sehen wir jetzt hier oben drauf, diese 2 grünen Sachen, sind Kühlakkus. Die legst du ins Gefrierfach und machst sie dann in den großzügigen Wassertank. Ja? Und dann hast du nicht nur die 8 Grad, sondern kühlst das vielleicht sogar auf 6 oder auf 5 Grad herunter. Und dann hast du die optimal rausholbare Leistung eines Verdunstungsluftkühlers der neuesten Generation. Jetzt machen wir das mal ein klein wenig leiser. Aber du siehst schon, was wir da für einen Druck haben. Und schön ist, wenn ich ihn dann mal ausschalte, entweder automatisch durch den Ausschalttimer oder manuell ausschalte, guck mal, was er sofort macht. Er geht natürlich in den Standby-Betrieb und schützt sich sofort wieder gegen Verschmutzung. Und dann ist es wieder ein absolutes Design-Highlight. Und eben hier mit 200 Watt natürlich auch für größere Räume bestens geeignet. Und jetzt genau die richtige Möglichkeit, sich vor der kommenden Hitzewelle zu schützen. Die Hitze steht bevor. Wir schauen noch mal in die Zukunft. Ja. Diese Vorhersage des Grauens, da sehen wir es. Ja. 2020, ein Horrorsommer, den wir da zu erwarten haben, sagen die Experten. Ja. Die haben hier das prognostiziert. Schockprognosen, von denen wird hier gesprochen. Rekordhitze. Und wir zeigen Ihnen deshalb noch mal direkt all unsere Luftkühler hier aus dem Programm. Die sind schon stark nachgefragt. Das erste Gerät, NX75569 für Sie, die Bestellnummer für 82,60 Euro. Ja, Luftkühlung sehr, sehr flexibel, ob im Büro oder einfach mal mitnehmen ins Schlafzimmer, ins Kinderzimmer, unter den Schreibtisch, ganz egal, wo Sie Kühlung brauchen, dort können Sie einsetzen. Hier haben wir auch noch eine Timer-Funktion. Wir haben die Möglichkeit, natürlich auch die Luft zu reinigen durch den eingebauten Ionisator. Alles das ist hier drin. Und nochmal, Verdunstungsluftkühlung, hier sehen wir nochmal dieses Wabenstruktur. Prinzip, ja, ist die richtig clevere Alternative zu jeder Klimaanlage.
Klimaanlagen ja immer mit Abluftschlauch, nehmen viel Strom, brauchen sie alles gar nicht. Sie sind clever, Sie bestellen sich einen Verdunstungsluftkühler. Das ist die intelligente Variante hier bei uns. Und wir haben tolle Modelle, die jetzt für Sie verfügbar sind. Deshalb gleich bestellen, auch unsere Designvariante. Hier ganz beliebt, ja richtig schick. Die ist so schön schlank von der Seite. Schauen Sie mal, die können Sie gegen die Wand stellen, wenn Sie möchten. 113,95 Euro. Ja, und jetzt auch nicht nur Verdunstungsluftkühlung. Das ist aber natürlich die wichtigste Funktion dann, sondern wir haben hier ebenfalls einen Ionisator und wir haben wirklich ein Ganzjahresprodukt, weil ich hier auch dieses Gerät als reinen Luftbefeuchter benutzen kann, wenn es wieder in die Richtung Heizperiode geht. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass Sie jetzt vorausschauend bestellen, weil wenn es dann so heiß wird, wie alle sagen, dann wird man nichts mehr bekommen. Das wird dieses Jahr noch schlimmer sein als in den letzten Jahren, weil sämtliche Lieferketten weltweit unterbrochen sind. Hier brauchen wir keine Lieferketten, weil diese Geräte, die wir Ihnen zeigen, sind sofort verfügbar und lieferbar. Deshalb bitte da auch gleich bestellen, damit Sie Ihr Wunschgerät noch bekommen. Hier der Design-Verdunstungsluftkühler NX1308 und die 569, die Bestellnummer. Und damit kommen wir zu den Großgeräten. Ja, etwas leistungsstärker und dementsprechend dann auch von der Ventilation her stärker. Das heißt auch für große Räume wie Wohnzimmer oder große Schlafzimmer bestens geeignet. Einschalten und schon geht die Kühlung los. Drei Stufen einstellbar, aber natürlich auch jederzeit die Swing-Funktion, dass ich die kühle Luft, die hier durch Verdunstungsluftkühlung gekühlte Luft im Raum verteilen kann. Und das passiert ganz einfach, indem ich auf dieses Kühlsymbol drücke. Und schon wird die Luft um bis zu 5 Grad heruntergekühlt. Ganz einfach durch dieses Prinzip des Verdunstens von Wasser. Und das ist eben wirklich hervorragend. Und da sehen wir es nochmal, um bis zu 5 Grad herunter. Und das ist die Meeresbrise, die wir uns alle an den heißen Tagen dann wünschen werden. Oh, herrlich. Hier für Sie für 151,95 Euro. Das Gerät kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause mit der Bestellnummer NX97 39569. Und unsere neuen Geräte, die Nachfrage ist hier extrem groß. Das sind die neuen Geräte mit der ganz neuen Technologie. Ja, Verdunstungsluftkühler wie bisher, aber jetzt mit einem Peltier-Element. Und dieses Peltier-Element kühlt das Leitungswasser, was wir hier ja brauchen, herunter auf 8 Grad. Das heißt, dadurch, dass das verdunstete Wasser 8 Grad kalt ist, wird die Kühlleistung noch mal verbessert. Und wir haben es hier vorhin live gesehen, schon fast 6 Grad. Und bis zu 8 Grad kann dann der Temperaturunterschied betragen. Und das ist die neueste Technologie, also eine Weltneuheit, nicht nur eine TV-Neuheit. Und das wird Ihnen auch die heißesten Tage erträglich machen, ganz, ganz sicher, durch diese Wahnsinnstechnologie bei wenig Strombedarf. Denn auch hier brauchen wir gerade mal 120 Watt. Oh, so toll, ne? So toll. Und hier jetzt für Sie für 180,45 Euro NX1539569 die Bestellnummer. Und wir haben noch ein weiteres Gerät davon. Das ist natürlich hier das Premium-Gerät, auch brandneu hier bei uns für 237,45 Euro. Ja, ein Design-Highlight, das kann man sagen. Und auch hier natürlich ein Verdunstungsluftkühler, der für größere Räume geeignet ist. Wir haben hier 200 Watt, dementsprechend auch stärkere Ventilation, die in 4 Stufen zuschaltbar ist, ebenfalls mit Swing-Funktion. Aber das Wichtigste auch hier, die neueste Technologie der Verdunstungsluftkühler, das Peltier-Element ist hier eingebaut. Das heißt, das Wasser, hier unten sehen wir übrigens im Schaufenster den Wassertank, das wird vorgekühlt auf 8 Grad, dann verdunstet und durch dieses wesentlich kühlere Wasser wird die Kühlleistung des Verdunstungsluftkühlers enorm gesteigert. Hier haben wir auch noch einen Luftreiniger mit eingebaut. Das heißt, saubere, kühle Luft auch an den heißesten Tagen. Und nochmal, es steht uns nicht ein schöner oder ein heißer Sommer bevor, sondern Meteorologen sprechen jetzt schon von einem Horror-Sommer. Und da müssen Sie sich jetzt schon schützen und eindecken, bevor es zu spät ist. Denken Sie bitte an die weltweit unterbrochenen Lieferketten. Jetzt sind sie lieferbar. Wir wissen nicht, wie lange, aber im Moment sind sie noch lieferbar. Und das heißt, wer jetzt bestellt, der wird auch ganz, ganz sicher rechtzeitig diese Geräte zu Hause haben. Ja, und Sie sind ja jetzt hier bei Pearl TV. Sie sind richtig clever. Sie können sich natürlich auch gerne gleich 2 Geräte bestellen. Gerade natürlich die neuen Geräte hier mit dieser neuen Technologie sind ganz stark nachgefragt. Aber Sie können sich auch gerne dann noch ein kleineres Gerät zusätzlich mit dazu bestellen für ein weiteres Zimmer. Sie machen das genau richtig. Deshalb jetzt gleich ran ans Telefon.